Hallo und herzlich willkommen hier in der mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst zu diesem Video. Ich freue mich wirklich riesig, dass ich einen ganz besonderen Gast heute hier zu mir eingeladen habe und dass er sich auch Zeit genommen hat, dieses Interview hier mit mir führen zu können. Und ich sage dann zunächst mal ein ganz, ganz herzliches Hallo aus dem Saarland nach Costa Rica zu dem Carr Sandens. Hallo lieber Carr, schön, dass du hier bist. Pura Vida hier aus Costa Rica, ein schönes Saarland. Ich grüße dich und vielen Dank, dass ich dabei sein darf und dir und dass du mir den Raum gibst, hier mein Wissen zu verbreiten. Ja, vielen, vielen Dank auch an dich. Ja, das Besondere an diesem Interview hier, dass ich dich da wirklich als Gast, als Special Guest auch für die Lebensfreude Challenge hier gewinnen konnte oder überhaupt. Das Besondere ist, dass du Papa bist von 5 Kindern. Und mit der gesamten Familie seit einigen Jahren schon die Welt bereist, ohne festen Wohnsitz, aber auf einem ganz hohen Level, auf einem hohen Niveau. Und ich kann mir vorstellen, wie bei dem einen oder anderen, der dieses André jetzt schon mal hört, so Glaubenssätze schon mal auftauchen, wie sollten das funktionieren, ohne festen Wohnsitz mit Kindern, die müssen doch in die Schule, ich muss doch einen festen Job haben. Und damit werden wir gleich aufräumen mit ein paar Glaubenssätzen, dass es wirklich funktioniert und da mit wie viel Freude das eben auch sein kann, mit wie viel Freiheit das eben auch verbunden sein kann. Aber jetzt werde ich gar nicht mehr so viel reden, sondern gebe gleich ab an dich, weil wir sind jetzt alle ganz neugierig, wie ihr das macht, wie euer Weg dahin war, ja, und wie so eure Tage, euer freudvolles und freiheitsliebendes Leben da einfach ausschaut, lieber Carr. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich habe die, es ist keine so spezifische Frage herausgehört, aber wenn ich einfach allgemein über unseren Lifestyle da einfach einsteige oder darüber erzählen kann, dann würde ich sagen, ist die Grundlage erstmal dafür, dass das für viele klingt das fantastisch oder so irgendwie fast unerreichbar oder wie aus einer Traumwelt oder fragen manchmal, stimmt das überhaupt, ja? Ich denke, die erste Entscheidung oder der erste Grund, warum wir das sind, wo wir sind, ist, weil wir das halt gewollt haben. Also das ist quasi eine Motivation, willst du das wirklich? Und deswegen meine Frage an die Zuhörer, die immer gerne so Familien wie wir, die gibt es ja nicht so viel, aber uns benutzen so als Projektionsfläche für ihre Träume, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Ist das ein schöner Traum? Ja? Ist es einfach schön zu träumen, immer am Strand zu sein, wie wir das sind und so? Oder willst du das wirklich? Das ist ein Unterschied und es ist wichtig, das klar zu bekommen, weil dann kannst du nämlich Leiden verhindern. Ja, wenn du dir klar bist, dass du eigentlich schon trotzdem ganz gerne da bist, wo du bist und gerne im Saarland wohnst oder wo immer du das jetzt gerade zuhörst und da wohnst und deine Freunde da hast und deine Familie da hast und auch die Sicherheit schätzt und sowas, wenn du da, dann bist du auch genau da, wo du sein sollst, ja, und bist genau an der richtigen Stelle und dann kann man das klassifizieren als das, was es ist, einfach in so einem Tagtraum, dass es halt auch mal schön wäre, irgendwie im Warmen zu sein, irgendwie. Aber eigentlich bist du ganz glücklich da. Also das klar zu kriegen oder eben zu sehen, nein, du bist da wirklich total unglücklich, du willst unbedingt raus, du willst gerne zusammen, du willst mehr Freiheit haben. Und dann kann man aber auch überlegen, wenn du das wirklich willst, okay, was sind die Schritte? Was bist du bereit aufzugeben? Wo bist du bereit zu investieren? Wo bist du bereit loszulassen? Wo bist du so bereit, Geld, Zeit und Energie reinzustecken, um das möglich zu machen? Aber ich glaube, es braucht erst diese klare Entscheidung. So, willst du das wirklich oder ist es nur ein Träumchen? Und wenn du es wirklich willst, dann können wir dir helfen, weil wir zeigen das den Leuten, wie wir das geschafft haben, wie andere das schaffen. Aber das muss man halt vorher klar sehen. Was vielleicht noch viele interessiert, wie war denn so euer Beginn? Ihr habt ja, ja, euch als, du hast deine Frau kennengelernt, ihr habt eine Familie gegründet und dann kam wahrscheinlich irgendwann der Punkt, wo ihr gesagt habt, ja, wir möchten was in unserem Leben verändern. Ich denke, das ist noch ein ganz, ganz interessanter Aspekt für diejenigen, die uns da jetzt zuschauen. Und so. Ja, also da muss ich jetzt irgendwie sagen, dass es so gesehen leichter für uns schon immer war, weil wir schon immer anders waren. Es war nicht so, dass wir auf einmal, dass wir normal waren und dann auf einmal gesagt haben, so, jetzt gehen wir auf Reisen, sondern ich bin schon bevor ich mein Abitur hatte, bin ich schon allein in Europa mit dem Zug rumgereist, im Sommer, in den Sommerferien 6 Wochen, habe Interrail gemacht und bin direkt nach dem Abitur dann quasi nach Costa Rica geflogen alleine und dann ein Jahr später nach meinem Zivildienst nach Neuseeland, Australien und Thailand, wo ich die Kathi kennengelernt habe. Und dann sind wir das Jahr drauf, die Karin und ich wieder nach Thailand geflogen und dann nach meiner Schreinerlehre nach Südamerika für ein halbes Jahr. Dort haben wir dann die Familie gegründet. Also wir waren schon immer
irgendwie auf Reisen. Aber wenn du gefragt hast, wie hat es angefangen? Es hat angefangen ohne Geld, ohne Plan, ohne das jetzt soll die Leute werfen mir dann jetzt immer so leicht vor, jetzt hast du ja so easy, ihr habt das ganze Geld und sowas, ist ja leicht jetzt, ja. Ich habe kein Geld, ich kann mir das nicht erlauben. Wir haben das schon gemacht ohne Geld, ja, als ich noch keinerlei Geld hatte und gerade ein Flugticket hatte, aber ohne Geld losgeflogen bin quasi. Das haben wir oftmals so gemacht und das kann man gut oder schlecht finden irgendwie, aber das ist nicht das Geld. Also das will ich hier wegnehmen. Es ist nicht das Geld das Entscheidende, sondern willst du das? Willst du, wenn du, ich sage immer, und das ist so wahr, wer will, der findet Wege und wer nicht will, der findet Gründe. Ja, wenn du einfach nicht wirklich das willst, dann findest du immer Gründe, das Geld und keine Zeit und Jammer, Jammer. Und, genau. Das heißt, ihr habt da einfach euch mal Flugtickets geholt, wolltet Thailand bereisen und sind da los. Und habt dann da vor Ort einfach geschaut, wie ihr da euren Lebensunterhalt bestreitet. Oder wie stelle ich mir das vor? Ja, also ich bin ja Schreiner. Ich bin ein gelernter Schreiner. Und jetzt als deutscher Handwerker irgendwie, aber auch, du musst nicht mal ein gebildeter Handwerker sein, wenn du irgendwie zwei rechte Hände, nicht zwei linke Hände hast, sondern irgendwie einige, dann habe ich halt irgendwo gejobbt. Ja, das haben wir Jahre so gemacht irgendwie, dass ich immer wieder als Schreiner irgendwo, wird immer irgendjemand gesucht, der irgendwie bauen kann oder irgendwie einen Nagel gerade in die Wand schlagen kann. Also, und da ist aber auch wieder, dass die Voraussetzung ist da wieder, so ein bisschen Vertrauen und Glauben zu haben. Das musst du, wenn du Träume träumst, wenn du jemand sein willst, der Sachen auch umsetzt und der nicht träumt, sondern Sachen, dann musst du bereit sein, manchmal auch im Traum zu folgen, ohne dass du genau den Weg siehst, ohne dass du die Sicherheit hast. Ja, das geht nämlich da gleich sofort raus, wenn du Träume träumst, ja. Und bereit bist, was zu wagen auch ein bisschen. Also wir haben sind halt da immer schon auch ein Stück weit irgendwie, immer, manche Leute negativ können wir sagen, risikofreudig. Jetzt im positiven Sinne würde ich sagen, wir sind Vertrauen. Wir waren schon immer Vertrauen, hey, das wird schon. Und dann sind wir auch, ohne dass ich jetzt einen Job hatte, einfach trotzdem losgeflogen. Und haben gesagt, ich werde schon einen Job irgendwo finden. Und so war es dann auch immer. Ja, also das heißt, Urvertrauen ins Leben, dass das Leben grundsätzlich gut mit einem meint. Und dass man Wege und Möglichkeiten einfach auftun. Und ja, man beobachtet in einer neugierigen Variante, welche Möglichkeit tut sich denn mir jetzt so auf. Ne? Genau, ja. Das würde ich sagen. Wobei das sich jetzt schon, finde ich, in eine positive Art und Weise verbessert hat, weil mit diesem Vertrauen ins Leben, das hat uns immer gut gedient schon, aber trotzdem muss ich sagen, vor allem, als wir das dann mit Kindern gemacht, alleine ist es ja easy. Alleine, also wer sich alleine anstellt, auf Reisen zu gehen, das wirklich will, ist wirklich leicht. Du hast keinerlei Verantwortung, du bist ja nur dir selber. Du kannst auch alleine unter der Brücke mal schlafen, nicht so schlimm. Wenn du aber Kinder hast, ja, zwei Kinder oder mehrere Kinder hast, dann sieht die Sache schon ein bisschen schwieriger aus, weil dann bist du mehr, du willst ja die Sicherheit für deine Kinder, die kümmerst dich ja darum irgendwie. Also und das eben jetzt so zu machen, dass wir nicht so immer auf dem letzten Loch pfeifend von der Hand in den Mund irgendwie gerade uns drei Bananen kaufen können, sondern eben jetzt Gutes tun und einfach das Geld da ist. Ich wollte es dann sagen, ich kenne es ohne Geld zur Welt zu reisen und das Leben zu leben und ich weiß, wie es ist mit Geld und mit viel Geld und es ist schon schöner mit Geld. Also es ist schon besser, weil du einfach Entscheidungen treffen kannst aufgrund deiner Neigungen. Und nicht aufgrund eines Geldbeutels. Macht einen riesen Unterschied. Wenn ich einfach Sachen machen kann, wenn ich da Bock drauf habe, geile Sache, will ich machen, los geht's. Und nicht irgendwie, ich kann es mir nicht leisten oder so. Also das ist auch meinen Kindern, wenn die Träume haben oder Vorstellungen haben, dass ich einfach den Sachen ermöglichen kann und die quasi von klein auf so auch erleben, hey, Träume werden wahr. Wir sind eine Familie und wir sind umgeben von Leuten, die wie du Stuff. Wir reden nicht davon, sondern hey, lass uns eine Safari in Afrika machen. Und dann fliegen wir nach Afrika und waren gerade im Senegal am Safari gemacht. Oder lass uns jetzt hier ein Land kaufen und ein Haus bauen. Oder irgendwie nach Ägypten zu den Pyramiden fliegen. Oder solche gesponnenen Sachen. Wir machen sowas. Ja, das ist eine große Qualität, finde ich. Ja, das ist ja eine geniale Grundlage, auch einfach für die Kinder. Die dürfen sich da entwickeln und bekommen mit irgendwas übergestülpt, so nach dem Motto, wie du das vielleicht aus deiner Kindheit noch ein bisschen kennst oder ich es von meiner Kindheit kenne. Schuster, bleib bei deinen Leisten, so das klassische Beispiel, ne? Ja, na klar. Und mach eine Ausbildung. Ja, ja, genau. Das ist das, was dir vorgegeben ist. Ja, mach die Schule, Ausbildung, Job. Reihenhaus, ja. Leasing-Auto, zwei Kinder, fertig. Ja. So, das ist das, was dir vorgelebt wird. So. Ja. Und ja. Für manche funzt das auch. Ich will das auch jetzt nicht sagen, das ist scheiße oder sowas. Ja, also das gibt viele, die für die ist es genau das Richtige. Mhm. Aber es gibt eben auch viele, für die ist es nicht das Richtige. Und das Problem ist, dass wir diesen Menschen normalerweise nicht wirklich Alternativen aufzeigen.
Und da sind wir halt als Menschen selber gefragt, uns zu überlegen, in was für einer Welt wollen wir leben? Was wollen wir? Das ist ja nicht, dass irgendwie das über uns kommt, sondern wir sind ja Creators. Wir können uns ja unsere eigene Realität erschaffen. Was wollen wir? Was willst du haben? Und das muss man sich halt genau überlegen, und zwar in einer positiven Weise. Nicht irgendwie, ich will scheiß Wetter oder irgendwie zu wenig Geld, sondern du willst genau in einer positiven Weise formulieren, was du willst, und dann ist es viel wahrscheinlicher, dass das auch eintritt. Ja, ja. Und du hast eben davon gesprochen, du hast ja jetzt ein Business, ein Online-Business, und hast das ja auch ganz groß aufgezogen, hast die größte Business-Schule in Deutschland zumindest, weltweit weiß ich jetzt nicht, aber Deutschland weiß ich, wo man einfach auch lernen kann und Unterstützung bekommt. Wenn man in sich findet, dass man da andere Wege gehen möchte, so den Weg des Herzens gehen möchte, frei sein möchte, sich den Tag selbst gestalten möchte, das heißt damit, dass man nicht mehr arbeitet. Wie habt ihr da in der Richtung da agiert und euch so diese Realität jetzt einfach erschaffen, wie du das eben erzählt hast? Ihr könnt träumen, und Träume werden auch wirklich wahr, weil ja auch ganz andere Glaubenssätze inzwischen da sind und ihr da ja auch im Außen beobachten könnt, wie das Universum da agiert. Ja, also das ist ganz witzig. Das hat sich quasi daraus entwickelt, und das wäre meine Inspiration für die Leute, die zuhören auch, dass wir einfach unserer Leidenschaft gefolgt sind. Ich kann es nicht anders sagen. Wir haben, der Grund, warum wir eigentlich angefangen haben online, war ja nicht, dass ich ein Online-Business-Coach werde. Das hätte ich mir nie zu träumen gewagt, ja. Dass die Leute mich als so jemand erkoren haben. Das war nicht meine Idee. So ein ganzes Business war nicht meine Idee. Meine Idee war von Anfang an, wir hatten einen kranken Sohn. Unser Jaro war so krank mit Asthma und Hautproblemen. Und den haben wir geheilt, indem wir unsere Ernährung umgestellt haben auf Rohkost. Und diese Begeisterung am Anfang, um zu sehen, hey, wir haben da nicht Ärzte und nicht teure Medikamente, sondern einfach durch eine Ernährungsumstellung kannst du quasi wirklich schlimme Krankheiten lindern oder heilen sogar. Da war ich beseelt davon, die Kathi und ich, meine Frau, waren beseelt davon, da Menschen zu inspirieren und zu helfen. So hat es quasi angefangen, dass ich da YouTubes gemacht habe und einfach Informationen teilen wollte. Auch nicht jetzt irgendwie Geld verdienen, sondern ich wollte helfen. Und dadurch, dass ich, glaube ich, so aufrichtig damit war und einfach helfen wollte, haben die Leute mir zugehört, und zwar ziemlich schnell zugehört. Und dann war die erste Frage, die dann kam von unseren Leuten, ja, was esst denn ihr genau? Was ist denn das, was ihr esst? Habt ihr Rezepte? Ich will Rezepte, Rezepte, Rezepte. Aha. Und nach der 50. E-Mail haben wir dann einfach unsere Rezepte quasi zusammengestellt in einem PDF, also in einem E-Buch quasi, und haben das angeboten. Und dann wurde das so gut verkauft, dass wir damit eben auf einer Low Level quasi, aber trotzdem unsere Reisen so finanzieren konnten, dass ich nicht mehr als Schreiner arbeiten musste. Und dann war die nächste Frage, ja Moment mal, hier mit 4 Kindern, 3, 4, 5 Kindern reist du durch die Welt, wie geht das? Ich will das, kannst du mir das auch zeigen? Kann ich dich zahlen, dass du mir das auch zeigst? Komm, ich zahle dich, zeig mir, wie das geht. Und so wurde quasi, nachdem der 10. Geld in meine Richtung geschmissen hat, damit ich ihm zeige, wie Online-Business oder wie das geht online, also gut, dann bin ich jetzt halt ein Online-Business-Coach. Und dann war die letzte Stufe quasi zu realisieren, hey, viele der Prinzipien, die lehre ich dann immer über Skype, immer wieder das Gleiche. Also ich überlege, okay, wie kann man jetzt so unser System, das wir haben, mit dem wir so super erfolgreich geworden sind, unsere Klienten auch, wie kann man das zusammenfassen, dass man irgendwie, dass ich mehr Leuten helfen kann und nicht immer das Gleiche erzählen muss? Und da wurde eben die Business-Schule draus geboren. Mhm. Also, wenn man das so verfolgt, dann sieht man, dass das wirklich angefangen hat mit einem Funken an Leidenschaft, wirklich zu helfen und mein Wissen weiterzugeben. Und da hat es dann ganz eine Eigendynamik bekommen, und da bin ich einfach immer gefolgt und bin meiner Leidenschaft gefolgt und bin auch sehr glücklich damit, jetzt irgendwie Leuten als Unternehmer helfen zu können, weil wir sind diejenigen, die die Welt verändern werden. Ja, und einfach grünen, alternativen Menschen zu helfen, erfolgreich ihre Message mit vielen Leuten zu teilen, da stehe ich total dahinter. Und so hat es quasi eins zum anderen geführt, und jetzt haben wir Deutschlands größte Online-Business-Schule. Schon witzig, gell? Also das Wichtigste im Grunde genommen ist so für jeden die Botschaft, die sich dahinter verbirgt. Bist du noch da? Wieder hier. Die Luna war gerade auch draußen, sorry. Dass man erstmal in sich hineinlauscht, auf sein Herz hört, wie darf denn im Außen jetzt, also man auch mal anfängt zu träumen, meine Realität im Außen ausschauen, was wäre so mein Herzensweg, und dem dann einfach zu folgen. Und da bekommt man dann auch zum Beispiel bei euch in der Business-Schule ja wunderbare
anregen und Anleitungen dann eben auch, wenn man auch in die Richtung von einem Online-Business gehen möchte, das dann auch zu forcieren und zu schauen, so Schritt für Schritt Anleitungen quasi. Ne? Ja. Okay. Wenn ich jetzt ja so in mich hineinlausche und was ist denn so das Wichtigste, dass ich da überhaupt so Kontakt so aus deiner Erfahrung heraus zu meinem Herzen aufnehmen kann und mal herausfinde, was will ich denn selbst eigentlich wirklich? Was wären denn so deine Tipps da, wie ich denn da so wirklich auch zu mir finde und zu meinen Träumen dann auch einfach finde? Also ich glaube, das größte Problem, das ich bei uns im Westen, ich bin ja nicht nur deutsch als deutscher Coach, sondern wir sind ja international wesentlich größer eigentlich noch, als wir es im deutschsprachigen Raum sind. Also ich sehe das sowohl im Deutschen, ich sage es mal in der westlichen Welt, ja, also Amerika liegt da in Deutschland, nämlich da schmeiße ich da alles mal ein Topf, weil wir alle so westlich geprägt sind, ist, dass wir so sehr vom Kopf gescheuert sind, so sehr männlich, analytisch, faktenmäßig an Sachen rangehen, die man so nicht erfassen kann. Also diese Frage kannst du nicht vom Kopf her so sehr beantworten, sondern das ist eine Frage, die dein Herz dir beantwortet. Und das Problem ist oft, dass wir auf das nicht mehr richtig hören können. Ja, weil das irrational ist, weil das impulsiv ist, weil es nicht so sehr nicht in diese statische, männliche, logische Welt passt. Ja, aber da muss man sich drauf hinbewegen. Also meine Fragen wären einfach, worauf hast du denn Spaß? Was macht dir Spaß? Was sind deine Hobbys? Frag mal, eine gute Frage ist auch immer, frag mal deinen Bekanntenkreis drum, was sagen deine Freunde und Familie über dich, was du gut kannst? Ja, was sind Stärken und Fähigkeiten, die du hast, Leidenschaften? Und da bin ich der Überzeugung, wenn man da sich ein bisschen Zeit gibt, manchmal blockt es einem auch, also es gibt auch Leute, die blocken das so ab, die können sowas gar nicht zulassen. Ja, aber wenn man da ein bisschen dran bleibt und sich da wirklich mit sich auseinandersetzt, dann hat jeder Mensch hat irgendwelche Hobbys und Leidenschaften. Und da bist du schon mal ganz dicht dran, weil sobald du irgendein Hobby oder eine Leidenschaft in deinem Leben hast, bedeutet das, dass das ein Thema ist, über das du einfach lernst. Ja, weil es dir Freude macht. Das interessiert dich, du liest darüber, du setzt dich damit auseinander, du häufst Wissen an, du weißt darüber Bescheid, weil es einfach dir Spaß macht. Das macht dich automatisch zu einem Experten quasi. Und dieses Wissen, das du hast über das Thema, das dir vielleicht auch ganz unspektakulär vorkommt, das ist nämlich das Nächste, weil man alles, was man selber schon so weiß, ist so irgendwie so, das wirkt nicht so wertvoll irgendwie für einen. Aber für andere, die dieses Wissen nicht haben, ist es durchaus sehr, sehr wertvoll. Und da komme ich jetzt eben ins Spiel und sage, ja, und dann stell das doch anderen Menschen zur Verfügung. Und dann andere Menschen sind glücklich, dich auch zu zahlen dafür. Ja, wenn das Wissen ist, was sie selber unbedingt brauchen und du hast es, dann gerne zahle ich dich dafür, weil ich brauche das Wissen. Ja. Also so würde ich dran gehen, einfach zu gucken, was sind Leidenschaften, Hobbys. Normalerweise der Prozess, den wir jetzt in der Business-Studie durchlaufen, ist das auf der einen Seite zu sehen, das war jetzt die Hauptfrage, deswegen bin ich jetzt da festgehangen. Ich will aber trotzdem jetzt schon auch aus professioneller Sicht sagen, dass es natürlich nicht nur darum geht, seine Leidenschaft irgendwie zu bloggen und Videos zu machen, sondern auf der anderen Seite schon noch zu gucken, als zweiter Schritt quasi, okay, was gibt's für einen Markt? Was haben die Leute da Interesse daran? Was gibt's für Unternehmen, für Businesses, für Blogs und Facebook-Seiten, die quasi schon damit erfolgreich sind, ja, die Leute erreichen, die vielleicht auch Produkte haben und so das abzuwägen. Auf der einen Seite, was ist deine Leidenschaft, das klar zu bekommen, zu schauen, was gibt's da draußen und dann es übereinander zu legen, gucken, wo ist deine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge, dann hast du deine Business. Dann hast du deinen Businessplan und dein Business steht vor dir. Und dann eine klare Entscheidung treffen, wo der Weg hingeht und dann tun, lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen, wahrscheinlich. Das stimmt, ja, das ist ganz oft ein Problem, ja. Oder auch irgendwie anzufangen, ohne es genau zu sehen. Das nächste ist nämlich auch, dass die Leute dann immer sich so, bevor ich das nicht ganz genau vor mir sehe, mache ich gar nichts. Und das sind auch so, wirst du niemals vorwärts kommen. Die Leute, die Sachen erreichen, oder wenn du mich auch fragst, wie haben wir das erreicht, irgendwie aus wirklich bitterer Armut, wir waren ja Sozialhilfe noch vor ein paar Jahren, jetzt wirklich in kompletten Reichtum überzugehen, dann liegt es daran, dass ich mich einfach vorwärts bewege. So wie du das jetzt auch machst, du bist ja erst seit kurzem bei uns in der Business-Schule dabei, aber du powerst da voll durch und du wirst jemand sein, der Erfolge auch sieht. Das macht erfolgreiche Leute aus, dass du nicht genau den Weg exakt vor dir siehst, du dich aber trotzdem vorwärts bewegst, dass du Ängste hast, dass du Zweifel hast, dass du dir unsicher bist und dich trotzdem vorwärts bewegst, dich nicht bestimmen lässt von deinen Ängsten und Zweifeln, sondern du trotzdem die Ängste, die sind da, dürfen sie auch sein, aber du hast sie im Griff und bewegst dich trotzdem weiter. Genau, so, genau. Das ist Erfolg oder so kreierst, Erfolg fällt nicht vom Himmel.
Ja, Erfolg kreierst du dir. Und den kreierst du dir aber durch solche Eigenschaften, ja, dann auch mal ein bisschen durchzuhalten, Disziplin ein bisschen zu haben auch, ja, aber trotzdem auch mit sich, mit seinem Gefühl in Verbindung zu sein, so genau. Der Mischmasch. Genau, der Weg ist das Ziel, ja. Was viele bestimmt jetzt auch noch interessiert, wie schaut denn so ein Tag der Sendungsfamilie aus? Viele fragen sich bestimmt auch noch, wie schaut denn das überhaupt mit Schule, mit den Kindern aus, so deutsche Denke, ne? Wie macht ihr das, wie handhabt ihr das? Also wir haben nicht einen spezifischen Tagesablauf, wie ich hier sagen kann, weil wir halt so viel auch reisen und je nachdem, an welchem Kontinent, in welchem Land, in welcher Zeitzone wir gerade sind, ändert sich natürlich unser Leben auch. Oder ob wir jetzt gerade irgendwie auf Safari sind und gerade den ganzen Tag irgendwie aufregende Sachen im Jeep machen oder jetzt wie in Costa Rica wieder in unserem Miethaus hier gerade sind. Das ist natürlich unterschiedlich. Aber normalerweise, also wenn ich jetzt von unserem Leben, wir sind seit 2 Wochen wieder in Costa Rica, hier, wenn ich jetzt einfach so erzähle kurz, ist es so, dass ich jeden Morgen mit der Kathi und unseren beiden Hunden, wir haben 2 Hunde, dass wir an den Strand gehen. Unser Haus, das ist ja unser Strandhaus hier, das ist ja nur so 200 Meter weg von einem wunderschönen Palmen, Sand, Strand, also traumhaft schön. Und da gehen wir jeden Morgen, gehe ich an den Strand mit der Kathi und den Hunden und da haben wir, das ist unsere Möglichkeit, so ein bisschen mal zu zweit zu sein. Und dann kommen wir nach Hause. Dann gibt es immer grünen Saft und so. Wir haben 2 Frauen, die uns helfen im Haushalt, die machen dann immer den Saft und schneiden Mangos und Wassermelonen und Früchte und sowas und dann frühstücken wir irgendwie gemeinsam. Dann gehe ich meistens für 1-2 Stunden an den Computer, weil dann ist es hier in Costa Rica ist morgens, dann ist es in Deutschland schon wieder nachmittags. Ich kann quasi nachmittags hier nicht arbeiten in Costa Rica, weil dann ist es immer nachts in Deutschland. Also wenn ich irgendwas auf Facebook poste oder Videos poste oder so, dann muss ich das immer morgens machen hier in Costa Rica. Oder habe irgendwelche Team-Meetings mit meinem Team. Wir haben ein Team auch in unserer Firma, die uns unterstützen oder mit unseren Coaches oder also ich Leute, die irgendwelche Joint-Venture-Partnerships machen wollen. Also ich bin am Telefon, mache halt so ein bisschen Business-Meetings. Dann gibt es meistens Mittagessen und nachmittags gehen wir immer an den Strand. Also wir sind immer ab um 3 oder 4 bin ich eigentlich immer mit den Kindern, die Lust haben, am Strand. Ich gehe mittags meistens auch oft, wenn ich dann gearbeitet habe, gehe ich alleine meistens eine Runde surfen, irgendwie vielleicht eine halbe Stunde, Stunde. Und dann nachmittags gehen wir immer zum Sonnenuntergang gemeinsam an den Strand. Und abends ist Family-Zeit einfach. Also so wäre ein Tag. Aber wie gesagt, es hängt wirklich voll davon ab auch. Also wir sind halt auch frei. Das heißt, wenn die Kinder jetzt irgendwie halt sagen, oh, gerade zum Beispiel sind die Schildkröten hier. Ja, in Costa Rica ist berühmt dafür, dass die Meeresschildkröten hier an Land kommen, die Mamas an den Sand und die Loch ausbuddeln, die Eier reinlegen und dann bei Vollmond schlüpfen dann Zehntausende von, ist der ganze Strand voll mit Babyschildkröten. Und das kann man, gibt es ein Naturreservat, das wollen die zum Beispiel gerne angucken. Dann kann ich halt alles stehen und liegen lassen mit meinem Business und sagen, hey, heute machen wir, heute Nacht gehen wir und gucken die Schildkröten an. Ja. Und keine Termine, die ich nicht verschieben kann, weil ich bin mein Business, ich bin mein Boss, wir haben keine Schule, so ich kann wirklich frei entscheiden, was wir wann, wo, wie machen. Also so wäre jetzt irgendwie mal ein Ablauf von heute und wie das im Allgemeinen einzuschätzen ist. Ja, schön. Und War da noch eine andere Frage? Ja. Ach ja, Schule, genau. Was mit der Schule macht, genau. Also ich hatte, als meine Kinder in die Schule kamen, so an Alternativen gedacht, hatte damals aber nicht den Mut, Deutschland zu verlassen und habe sie dann eben so diesem Schulsystem hier ausgesetzt. Ich sage das jetzt mal ein bisschen provokant, das wissen die auch, dass ich damals nicht den Mut hatte. Es war nun, gehörte irgendwo mit zu unserem Weg dazu, dass es eben so ist. Aber viele interessiert ja dann dennoch, wie macht ihr das? Ja, also mit der Schule, das ist ein großes, dann könnten wir ein eigenes Interview nur darüber machen quasi, weil haben wir uns natürlich intensiv mit auseinandergesetzt. Ich bin ja auch Pädagoge, ich bin nicht nur Schreiner, sondern auch ein gelernter Pädagoge. Wir haben verschiedene Erziehungssysteme wirklich sehr genau studiert und auch ausprobiert und sind aber auch wieder durch die Führung unserer Kinder eigentlich darauf gekommen, dass die halt einfach nicht, Benni war so unglücklich im Kindergarten und kam dann weinend nach Hause über Wochen. Und wir sind da nicht so richtig drauf gekommen und haben gesagt, bitte, ich will da nicht mehr hin. Und das haben wir dann irgendwann gehört und das hat es eigentlich, der Benni hat es, unser ältester Sohn hat es quasi gestartet, dass er so gelitten hat unter dem Kindergarten und wir haben dann später rausgefunden, wie es ganz normal ist im Schulsystem oder im System, dass halt die Älteren einfach die Kleineren verhauen haben. Ist ja ganz normal, das macht man ja so irgendwie im normalen Ding. Und unser Benni fand es halt nicht so toll, hat da gelitten drunter und also das hat es in Gang gesetzt quasi. Auch irgendwie so zu merken, dass da keiner irgendwie Anteil nimmt. Das natürlich hauen die größeren Jungs, hauen den Kleinen auf die Schnauze, die kriegen aufs Maul, das ist ja ganz normal. Ja, und die größeren Mädels, die kratzen und
Gemein sind, dann sind sie einfach gemein. Mädels sind ja eher fies, so, die können fies werden. Jungs hauen sich aufs Maul. Und das wurde dann immer, und ich fand es damals schon irgendwie so, dass das, und das war auch schon während meiner Schulzeit, dass ich gemeint habe, hey, das ist doch irgendwie, das kann doch irgendwie nicht normal sein. Ja, das ist doch irgendwie, dass das normal ist, dass die Größeren, und keiner schützt dich, keiner hilft dir, sondern alle lachen dich noch quasi aus. Ja? Und wenn du als Junge weinst, dann bist du eh so die Heulsuse und ein Schwuchtel und so. Ich könnte mich jetzt da reinsteigern irgendwie. Wir machen eben Unschooling. Wir machen, und das gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland, es gibt ja die sogenannten freien Schulen. Also das ist das am nächsten dran am System oder im System drin, wie man alternativ seine Kinder ja, durch das System laufen lassen kann und sie halt auch Abschlüsse machen lassen kann, ist in den freien Schulen. Also alle, die jetzt gerade zuhören, googelt es mal. Das sind quasi Lernbereiche ohne Lehrer. Also es gibt keine wirklichen Lehrer in den freien Schulen. Und die Kinder finden sich selbstständig in Gruppen zusammen, lernen, worauf sie Lust haben, wann sie Lust haben und können eben dort auch Abschlüsse machen. Ansonsten tun wir halt das normale Schulsystem umkehren. Das Schulsystem oder das System im Allgemeinen funktioniert ja so, dass es einen Boss gibt, der sagt, was, wann, wie gemacht wird. In der Schule ist es der Lehrer. Kinder werden eingesperrt in kleinen Räumen, dann wird ihnen genau gesagt, wie sie sich zu verhalten haben, was sie wann zu machen haben, was sie zu lernen haben, wie sie es zu lernen haben, was sie zu sagen haben, um gut gelobt zu werden oder abgelehnt zu werden. Ja, also wird ihnen genauso verklickert. Und dann müssen sie sich daran halten quasi, ja. Und im Unschooling oder im freien Lernen ist es die Umkehrung. Dass wir komplett uns als Richtungsgeber oder als Befehlsgeber rausnehmen. Sondern dass die Kinder quasi ihre Interessen denen nachgehen dürfen und Zeit haben dafür, ihre Leidenschaften zu erforschen und auszuleben. Und dass man sie quasi eher mit Materialien versorgt und einen schützenden Raum kreiert. Das heißt nicht laissez-faire, das heißt nicht, sie regellos machen zu lassen. Beileibe nicht, das ist nicht Unschooling. Aber dass man einen beschützten Raum erschafft, den man schützt für sie, wo sie sich austoben dürfen, wo sie sein dürfen. Ja, das ist eben das Unschooling in der Umkehr zu dem normalen Schulsystem. So machen wir das. Ich will aber auch nochmal sagen, wir sind keine Schulgegner per se. Viele, wie du ja auch gesagt hast, es gibt so viele Kinder, die da gut durchlaufen. Und das ist jetzt also nicht, das ist jetzt irgendwie, ich will keine Schulschelte per se abhalten. Ich sage nur, ich will gerne die Freiheit haben für Eltern, die sich intensiv mit anderen Lernkonzepten auseinandersetzen und die Kinder, die sich eben für andere Lernkonzepte interessieren, denen die Möglichkeit zu geben. Ja, ich will ein letztes noch sagen, Stichwort Tschetinin-Schule in Russland. Ja, das ist eine Schule, nur um alle Deutschen, die jetzt gerade eben zuhören und die so fest, das ist ja eine der schlimmsten Glaubenssätze, die es gibt bei uns in Deutschland oder eine der fest zementiertesten, dass du dieses Schulsystem brauchst und dass es alternativlos quasi ist. Die Tschetinin-Schule in Russland, mittlerweile gibt es einen Ableger in Österreich, die bereiten die Kinder in einem Jahr vor aufs Abitur. Die machen in einem Jahr den gesamten Schulstoff von 13 Jahren und die Kinder machen fast ausnahmslos Einser-Abis. Es gibt Kinder in den Schulen, die mit 13 anfangen zu studieren, auf die Uni zu gehen. Und zwar nicht einzeln, wo man jetzt sagen kann, ja, das ist ein Genie oder so, sondern im breiten Spektrum laufen Kinder durch die Schule durch mit einem Jahr, mit Einser-Abitur und dann mit 12, 13, 14 anfangen studieren zu können. Da muss man doch mal unser Schulsystem hinterfragen, wenn sowas geht. Die nehmen quasi 11 Jahre Mathematik, Mathematik ist die Grundlage für alles in der Tschetinin-Schule, 11 Jahre Mathematik in 11 Tagen durch. Ein Jahr in einem Tag. Das heißt, du kannst in 11 Tagen den gesamten Stoff der Oberstufe des deutschen Schulsystems in nicht mal 2 Wochen abhaken. Kann man da mal drüber nachdenken, was das bedeutet, was für eine Revolution das ist? Ja. Ja? Ich lasse es jetzt mal so stehen. Googelt mal selber Tschetinin-Schule. Das ist nicht erfunden. Ja. Das ist ein Schulsystem, das gerade alles revolutioniert. Ja, ich bin auch schon darauf aufmerksam geworden. Was ich nicht wusste, dass es in Österreich da schon einen Ableger gibt. Und dann ist es ja nur noch eine Frage der Zeit, bis wir auch die Tschetinin-Schule in Deutschland haben und auch da einfach alternative Möglichkeiten haben. Ohne, wie du ja eben schon gesagt hast, das jetzige Schulsystem da irgendwie zu beschimpfen. Das hat sich für mich, so war das auch von mir gemeint, nur einfach nicht wirklich gut angefühlt damals. Aber ja, ich hatte nicht den Mut, da andere Wege zu gehen. Ne? Ja, was ist so deine abschließende Botschaft jetzt noch? Wir haben ganz, ganz viele Aspekte ja angesprochen, ermutigende
Informationen und Aspekte geben können. Was ist so deine abschließende Botschaft jetzt noch für unsere Zuschauer, ja, ihr Leben nach dem Herzen zu gestalten? Genau das würde ich sagen. Unsere große Stärke ist, und der Grund, warum wir frei sind, warum wir da sind, wo wir sind, ist, dass wir schon immer sämtliche Konventionen hinterfragt haben. Ja, das wäre mein Tipp vielleicht auch an Leute da draußen. Ja, wenn du irgendwelche Überzeugungen lebst, die dir erwiesenermaßen Unglück produzieren, ja, oder wenn du Sachen erlebst, die dich einfach nicht zufrieden, die oder unglücklich mit bist, hinterfrag das. Ja, es sollte meiner Meinung nach wirklich alles auf den Prüfstand kommen. Ich bin wirklich so im Life-Hacking, sage ich so, alle Bereiche des Lebens zu hacken und zu überlegen, hey, macht das Sinn? Kann man das nicht besser machen? Und jetzt, wenn du mit so einer Herangehensweise in dein Leben rangehst und dich wirklich auch die Antworten zulässt, ja, und auch die bereit bist, Konsequenzen aus an, das reicht ja nicht nur zu sagen, ja, das finde ich, den Job, den hasse ich, hasse meinen Job, okay, was ist die Konsequenz daraus? Okay, auch bereit bist, Konsequenzen zu sagen, ich wechsle den Job oder ich gehe in eine neue Richtung. Ja, dann nicht zu verzagen, sondern wirklich auf dein Gefühl zu hören, denn dein Glückslevel ist ein sehr guter Gradmesser für dein Leben. Nicht Bild-Zeitung und nicht die Schule und nicht Mama und Papa, sondern dein Glückslevel. Wie glücklich bist du in deinem Leben? Und in den Bereichen, wo du unglücklich bist, bitte veränder Sachen, versuch was Neues aus und folge da einfach deinem inneren natürlichen Drang einfach der Veränderung. Das ist ja eigentlich natürlich, dass wenn du was unglücklich bist, du das veränderst, dass du was anderes machen willst. Folg dem einfach. Und die Magie kann passieren, ja, wenn du einfach loslässt von toxischen Glaubenssätzen und Realitäten, die du immer wieder neu affirmierst und kreierst, wenn du da einfach los von lässt und ersetzt mit einem positiven Image für deine Zukunft, dann kann sich wirklich dein Leben komplett umstellen. Und verzage nicht, hör nicht so sehr auf die Neinsager und die Jammerer und die weil die wird es auch zuhauf geben. Wenn du einen anderen Weg gibst, gibt es ganz viele, die das schlecht finden, die sich gespiegelt sehen in ihrer eigenen Unmöglichkeit weiterzugehen und sich zu verändern. Also hör da nicht drauf, sei unbeirrt, folg deinem Herzen und ja, sieh die Magie vor deinen Augen passieren. Und lass das Universum dann in Bewegung kommen, wie es dir eine wunderbare Realität nach deinem Herzen erschafft. Ne? Genau. Ja, lieber K., ich würde gerne noch ganz, ganz lange mit dir hier talken, aber wir sind leider schon so weit fortgeschritten, dass ich sehr, sehr ungern hier jetzt einen Break mache, aber vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal ein Interview mit dir, vielleicht haben wir nochmal die Möglichkeit, da zu talken. Ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast. Und wir bedanken uns auch bei unseren Zuschauern und Zuhörern. Ich glaube, da ist jetzt ganz, ganz viel rübergekommen, die letzten 30 Minuten an Inspirationen, an Aspekten. Ich glaube, wir konnten da den ein oder anderen auch inspirieren und sagen dann in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Irmgard Bronder und der Karl Sandens. Tschüss. Ciao, Max.